Und zum Abschluss schauen wir noch zu den erfolgreichen Ringern des AC Vals. Sportler und Funktionäre des Vereins wurden nun nach 52 Meistertiteln in 70 Jahren geehrt. Dazu kommen zahlreiche Staatsmeistertitel und tolle Ergebnisse bei der U23 EM. Zum 70-jährigen Bestandsjubiläum, einem der erfolgreichsten und dominantesten Sportvereine unseres Landes, hat der AC Vals auch wieder eine Vielzahl an Erfolgen im Gepäck mitgebracht. Wie schon fast Routine hat der AC Vals in diesem Jahr wieder den Meisterschaftstitel nach Salzburg geholt. Es ist bereits der 52. Titel seit der Gründung vor 70 Jahren. Eine unerreichte Zahl und eine Klasse für sich. Auch bei der heimischen Staatsmeisterschaft hatte der AC Vals viel Zeit zu jubeln. Gleich 4 Titel in den diversen Klassen konnte man sich erringen, darunter auch Lukas Racklinger, eins der Aushängeschilder im Verein, der dann gleich darauf auch noch die Silbermedaille in der U23 EM in Bulgarien holen konnte. Auch wenn der Gegner ein richtig harter war, war der Titel sogar zum Greifen nahe. Ich glaube, ich war sicher mal nicht der schlechtere Ringer im Finale. Am Ende hat nachher schon immer ein bisschen das Glück entschieden, aber ich bin froh über den zweiten Platz und das passt zwar. Neben Racklinger waren auch Simon Machel und Benedikt Huber in Bulgarien bei der EM auf den Matten unterwegs. Zweiter konnte direkt bei seinem ersten Antreten einen starken 5. Rang erringen. Ein junger Mann mit Zukunft und einer präzisen Selbstanalyse zu seinem Aufenthalt bei der EM. Ja, also mir ist sehr gut gegangen. Ich muss sagen, ich bin ohne Druck in den Bewerb reingegangen und vor allem die ersten Runden sind die, was mich extrem stolz machen und auf die wir aufbauen können. Nachher ist ein bisschen Luft ausgegangen teilweise, aber auch ja, der Kampf gegen den Italiener, den was ich nachher schultern können habe, ja, das macht mich schon stolz. Die Erfolge sind einmal mehr dem AC Vals würdig. Doch das Erfolgskonzept ist über viele Jahre entstanden und hält sich bis jetzt. Ich glaube einfach, dass wir, das ist nicht nur immer so dahergesagt, dass wir wirklich eine Familie sind. Also meine besten Freunde kommen alle vom Verein, also und das schon von der Markus zum Beispiel, mit dem bin ich aufgewachsen, das gehört schon seit 15 Jahren zu meinen besten Freunden. Und ja, und gegenseitig haben wir uns auch immer nach oben pusht. Natürlich sind bei den Walzern auch die Trainer und Trainingsmöglichkeiten von höchster Qualität. Um das Ganze noch einmal zu verbessern und das Ganze besonders für die Jugend zugänglicher zu machen, gibt seitens der Gemeinde bereits neue Investitionen für höhere Ambitionen in der Zukunft. Auf alle Fälle, der Nachwuchs ist das Aushängeschild vom AC Vals und das gehört auch unterstützt und deswegen schaffen wir noch mehr Platz und noch bessere Möglichkeiten für unsere Ringer in dem ersten Stock vom Feuerwehrhaus. Ich glaube, das ist eine gute Investition für die Zukunft. Und so soll es sein. Wir werden jetzt dann schauen, dass wir da Bundesleistungszentrum fürs Ringen werden.